Ja, wir befinden uns hier an der Baustelle Obertorplatz. Eine Maßnahme, die seit über zwei Jahren durch die Stadtverwaltung Diepoldiswalde betrieben wird, die sich in zwei Bauabschnitte gegliedert hat und wo wir nach vielen Jahren der Vorbereitung jetzt ein Ergebnis fast vor der Vollendung haben. Ende Juli etwa wird die Maßnahme abgeschlossen sein, das sich sehen lassen kann, was sowohl den denkmalschutzrechtlichen Belangen als auch den städtebaulichen Belangen gerecht wird. Wir haben Fußwege aufgeweitet, sodass ein behindertengerechter Begang möglich ist, Rollstuhl, Kinderwagen. Wir haben den Bereich, den Sie hier sehen, die alte Natursteinmauer wieder aufgesetzt aus denkmalschutzrechtlichen Gründen. Und wir haben durch verschiedene kleine Baumaßnahmen dem Gesamtensemble Obertorplatz eine Aufwertung gegeben, durch Stadtbegrünung auch mit Pflanzkübeln, wo also auch ganzjährig dann hier ein Teil des Stadtgrüns sichtbar sein wird. Und ich denke, wir haben damit einen sehr ansprechenden Punkt in Diepoldiswalde geschaffen, der auch dem Namen Platz als solches gerecht wird. Ja, die Zufahrt zum Rewe war ja ein Punkt, der viel hinterfragt wurde. Man hat sich entschieden, gemeinsam in Abstimmung mit dem Verkehrsamt als auch als Baubehörde, dass aufgrund der Verkehrswegesituation, aufgrund der baulichen Gegebenheiten dort keine Ein- und Ausfahrt mehr erfolgen sollte. Im Zuge der Neuerrichtung des Rewe-Marktes wäre die Zufahrt ohnehin nicht mehr gegeben, das Befahren mit Pkw und Lkw. Die Durchgängigkeit für Fußgängerverkehr und für Radfahrer wird auch in der Zukunft erhalten bleiben. Deswegen sind jetzt dort Poller drin. Und ich denke, man hat sich mittlerweile auch an die Verkehrssituation gewöhnt und kann damit umgehen. Im Zuge der vorbereitenden Maßnahmen für die Baustelle wurde natürlich auch wieder das Landesamt für Archäologie beteiligt, die also an gewissen Punkten, in denen früher noch keine Nachforschungen erfolgt sind, nochmal Grabungen aufgenommen haben, dabei auch nochmal teilweise fündig geworden sind und zum Beispiel Küchenutensilien aus der vergangenen Zeit gefunden haben, die die Historie von Diepoldiswalde an dieser Stelle nochmal mitbelegen. Solche Projekte wie der Obertorplatz, die eine gewisse planerische Historie ja auch in der Vergangenheit hatten, sind natürlich immer auch mit Beteiligung von den Stadtrat, dem Ortschaftsrat, Anliegern erforderlich. Und es gab da auch in der Vergangenheit durchaus sehr hitzige Diskussionen. Es gab aber auch sehr viel konstruktive Diskussionen. Und ich denke, der Gesamteindruck, der sich heute hier bietet, ist überwiegend eine positive Resonanz zu verzeichnen. Und man muss sich einfach irgendwo an einigen Stellen dann auch finden und einigen, um solche Sachen in die Umsetzung zu bringen. Ja, vielleicht ist es auch schön zu erfahren, dass wir in Kürze eine weitere Baumaßnahme in der Kernstadt Diepoldiswalde beginnen werden. Seit Jahren soll ja der Fußweg Rabenauer Straße instand gesetzt werden. Die Bäume wurden zum damaligen Zeitpunkt gefällt, nachdem es Verwerfungen im Pflasterbereich gibt. Der Fußwegzustand eine Gefährdung für die Fußgänger und Radfahrer darstellt. Und wir werden im August beginnen, nach über 3 Jahren finanziellen Kampf und immer wieder Abwägungen, ob die Maßnahme in die Umsetzung kommt, diese Maßnahme jetzt endlich anzugehen. Das heißt, die geschädigten Fußwegbereiche werden aufgenommen, werden neu eingepflastert. Die ehemaligen Pflanzflächen, wo die Bäume drin standen, werden mit zugepflastert, sodass also dort auch eine ordentliche, durchgängige und vor allem auch ebene Begehbarkeit in Zukunft gewährleistet wird.